Jetzt geht's weiter mit dem 24. Teil. Jetzt im 23. Teil hatte ich ja noch ein bisschen was gemacht. Also ein bisschen Verschönerung des Weges gestellt und vielleicht in diesem Teil will ich losziehen. Ich gehe erstmal gen Osten, also da wo die Sonne aufgeht. Ziehe ich erstmal hier weiter. Jetzt erstmal was zum Frühstück. Und laufe nun nach Osten los. Um nach NPC-Dörfern zu suchen für Karotten. Ich guck mal kurz noch, ob in der Pyramide was spawnt. Anscheinend diesmal nicht. Aber es war ja im letzten Tag ja ein Creeper drinnen. Ein Creeper nur. Also jetzt habe ich das gebändigt. Oh, da kommt ein Fichtenwald. Dann kann ich am besten auch mal direkt mal ein paar Fichten mitnehmen. Hier sind viele Kühe. Aber ich züchte ja schon Kühe. Oh, hier ist noch dunkel. Schwarzeichenholz und Pilze. Hier sieht's richtig schön aus. Hier ist das eine richtig schöne Welt. Und hier Schwarzeichenholz und dann auch noch Fichtenholz hier auftaucht. Kann ich mir nämlich diese Holzarten auch noch holen. Für vielleicht später als zweites Haus. Kann ich mir jetzt mal Fichtenholz holen. Inventar ist ja nicht voll, also ich kann ja ordentlich was mitnehmen. Und ich habe ja auch ein Bett mit, damit ich dann immer nachts schlafen kann. Oder eine Nacht zum Beispiel so überbrücken kann. Dann holte ich hier mal ein paar Fichten ab. Natürlich ein paar Fichtensetzlinge auch mitnehmen. Und da kann ich mir auch direkt da hinten das Schwarzeichenholz dann noch holen. Da ist eigentlich auch die Gefahr von Monstern höher. Fichtensetzlinge 2. Ich nehme ein paar mehr mit. Schwarzeichen braucht man ja 4. Ich muss nur 4 in 2x2 Quadrat anordnen. Da ist man diese Axt hier mit den Fichten aufbrauchen. Einfach mal und noch eine Axt. Ich habe jetzt zum Glück noch eine zweite Axt, wo ich jetzt noch ein bisschen mehr abbauen kann. Ich baue jetzt mal ein bisschen Fichten hier ab. 3. Damit noch ein Fichtensetzling. Kann ich dann erstmal die Bäume wieder neu züchten. Oder ich könnte dann einfach 6 kleine Gebiete. Und dann mal 20 mal, oder 6 Gebiete von 20 mal 20 Blöcken, die jeweils eine Baumart zuteilen. Wenn ich alle 6 habe, dann würde mir nur noch das Dschungelholz und die Akazienholz fehlen. Ich spiele ja jetzt in der 1.8 Version. Seit dem 20. Part spiele ich ja in der 1.8. Ach, das dürfte jetzt noch vollkommen reichen. Und hier ist so eine scharfe Grenze. Da ich nämlich vorher noch in 1.7 hier gespielt hatte. Können die jetzt das Monster auftauchen. Was ist das denn hier? Ist das normale Holz oder ist das... Nein, das ist das Schwarzeichenholz. Auch richtig Bäume, wo man ein bisschen Holz kriegen kann. Schwarz. Ich habe ja immerhin eine vollständige Eisenrüstung, weil ich ja über ein Stack Eisen hatte. Weil ich habe jetzt immer noch ein Stack Eisen übrig. Na, das Weizen habe ich auch noch mit. Nein, ich baue erstmal hier noch diesen Stamm weg. Dass sie decayt. Auf jeden Fall diese Holz- oder Baumarten bringen ganz viel Holz. Man braucht 4 Setzlinge, um einen weiteren solchen Baum zu züchten. Und wenn ich sterbe, weiß er auch so ungefähr, wo ich bin.
falls den Creeper aufsprengen würde. Weil es halt schon treffen. Wieder hochkommen. Oh, schon Mittag. Ich wollte ja hier auch noch NPC-Dörfern ausschalten, damit ich an Karotten kommen kann. Um Schweine zu züchten, da brauchen wir ja Karotten. Das würde ich dann separat als weitere Farm anlegen. Bringt aber auch viel Holz. Die hier. Aber es geht noch nicht richtig, weil da. Ach, da ist ja noch ein Holz. Da muss ich noch ein bisschen hochbauen. Das beste Hochbaumaterial ist, glaube ich, Erde. Wollen wir dafür ein Werkzeug kaufen? Das wird relativ schnell. Ich dachte schon, da wäre ein Creeper, aber war ein Kuh. Eine Kuh. Weiter. Hier abholzen. Hier ist der erste Schwarzeichensetzling, aber man braucht sehr viel. Zombie. Der denn her? Zombie-Geräusch. Das kommt da aus der Höhle her. Ja, ich glaube, das kommt aus der Höhle da vorne. Wenn, dann habe ich ja hier ein Steinschwert, was ich direkt zücken kann. Gegen den Zombie. Der Zombie ist jetzt auch noch tagsüber. Der würde ja so brennen. Schon leer. Der Balkenwert hat kaum noch Viewability, nur noch zwei. Ich kann nur noch zwei Blöcke abschlagen. Welche werden denn die beiden sinnvoll? Aber ich habe jetzt sechs Setzlinge, kann da noch ein paar mehr rausholen wahrscheinlich. Acht wäre natürlich ganz gut. Ja, so acht. Dann kann ich jetzt erstmal weiterziehen und nach dem NPC-Dorf suchen gehen. Oder nach Akazien bzw. Dschungel. Aber jetzt will ich die Achse loswerden. Ne, das zieht das ja nicht mehr ab. Wenn ich da drauf schlage, bleibt immer bei 2. Also das zieht anscheinend jetzt auch nicht mehr ab. Also kriegt man die Achse nicht weg. Wie spät ist es? Oh, es ist schon relativ spät. Sollte jetzt weitergehen. Ist das denn schon wieder so ein Wald? Aber ich wollte hier nach NPC-Dörfern suchen gehen. So ein schwarzes Schaf. Hühner. Den Fluss durch. Und gleich erstmal ein Bett aufschlagen. Oder kann man ja nach freier Natur machen, solange. Was ist das denn hier? Den Lava drunter. Übersehen ist dein an der Oberfläche. Na, ich weiß nicht warum. Wie man diese Plains, also diese Ebene hier noch mal nach absuchen nach NPC-Dörfern auf der Ostseite. Hat hier noch keinen Erfolg zu haben. Da sind die höhere Berge und es wird dunkel, also
was wir essen. Abendbrot essen. Und hier kurz mal halt ein Bett hinschlagen. Ich kann auch nicht schlafen. Dann baue ich jetzt mal kurz weg da noch mit. Na, die Sonne muss jetzt mal untergehen. So, das ist jetzt relativ schön, sieht das hier auch aus. Jetzt kann ich schlafen. Weg damit. Ich darf natürlich nicht sterben, weil sonst werde ich wieder am Spawn ausgespuckt. Ich muss die ganze Zeit hierher laufen. Und hier scheint kein NPC dort zu sein, also dann wieder zurück. Und lauf dann am besten an. Also ich gehe sonst nur mit Kompass bewaffnet. Aber das ist ein Dekorationsmaterial. Rote Tulpen. Dann habe ich noch ein paar rote Tulpen. Da ist ein bisschen Kohle. Das ist natürlich klar, dass man dann zwischen Bergen Kohle findet an der Oberfläche. Da sind vereinzelte Kohleflöze. Und jetzt erstmal wieder zurück nach Haus. Und da sind auch noch weiße Blumen. Das sind Margeriten. Mal hier noch ein Dekorationsmaterial mitnehmen. Möglichkeiten haben wir mit. Gelben Blumen. Hier ist Löwenzahn. Ich finde das auch schön, dass es hier viele Blumenarten gibt. Es gibt, glaube ich, auch Sonnenblumen. Hier ist noch ein bisschen Zuckerrohr. Kann ja auch nicht schaden. Ich habe ja nur zwei Stück, dann kann ich noch ein paar mehr mitnehmen. Und jetzt wieder nach. Jetzt muss er die Axt nochmal aufbrauchen hier. 2-1-0 und dann weg. Beim Durability Wert 0 ist die noch da, aber wenn man dann einen abschlägt, dann geht die weg. Oder wenn man Durability Wert von 1 hat und. Auf jeden Fall muss ich hier rechts an den Fichtenwald vorbei. Um wieder nach Hause zu kommen. Hier zwischen den beiden Wäldern und da baut sich immer noch Wald Baum ab. Ich glaube vielleicht noch ein paar mehr Schwarzeichen. Ja, da liegt auch noch einer rum. Jetzt erstmal hier. Das ist das hier vom Biom, das ist Roof Forest. Also ein Blätter. Da steht schon mal die Pyramide. Ich glaube, ich kann sonst immer mal so eine Schienenstrecke legen, die an dem Fluss lang geht. Vielleicht führt er mich komplett drumherum. Ich könnte am besten am kommenden Tag erstmal auf die andere Seite gehen. Weil ich wollte ja noch den Boden von der Pyramide den erstmal noch auskleiden mit Sandstein. Und ist hier was gespawnt. Jetzt ist ja im Moment nichts drin. Jetzt hat er den Weg wieder hoch. Weiter geht's. Dann wieder runter. Bin ich wieder zu Hause. Direkt am Lavasee übrigens. Ja. Hier sollte ich jetzt mal den Spawn bitte mit mir weg. Wo die Truhe ist, ist voll. Habe ich einen Kompass hier drin? Oder hier drin, ne? Ja, hier ist ein Kompass drin. Den nehme ich jetzt mal mit bei der nächsten. Ja. 8 Eisenbarren fertig. Nein, die passen hier nicht rein, die müssen hier rein.
So, jetzt mal Fichtenholz. Und dann nochmal 4, 2 Stacks sogar fast. Ja, 2 Stacks und das ist Fichtenholz und Schwarzeichenholz. Wie sehen die denn aus, die unterschiedlichen Fichtenholz und Schwarzeichenholz? Das ist Fichtenholz und das ist Schwarzeichenholz. Also sieht fast gleich aus. Nur dass das Schwarzeichenholz noch ein bisschen dunkler ist. Aber ich will erstmal noch ein paar. Ich wollte ja noch 20x20 Flächen bauen. Die dann einzäunen. So. Also die einzäunen. Das hier mal so rum. Acht bleiben übrig. So, jetzt habe ich erstmal so viele Sticks, dass ich erstmal Zäune platzieren kann. Wie gehen die denn nochmal? Also mit Sticks gehen die ja gar nicht. Dann gehen die so. Nee, das waren die Falltüren. Das, ach so, Kraft. Weil ich halt nicht übermäßig viele Sticks gemacht. Hätte ich eigentlich weniger Sticks machen sollen, aber ich habe ja noch viel mehr Holz. Na, das reicht nicht mehr aus. Birkenholzzäune. Könnte ja eigentlich auch so. Habe ich noch mehr Birkenholz hier Verfügung? Ja, hier habe ich noch 52. Dann erstmal die Materialien wegpacken, die ich nicht brauche. Oh, die Truhe ist schon wieder voll. Leiter brauche ich jetzt. Nein, Leiter nehme ich mit. Aufpassen, das ist drin, das ist drin, das ist drin. Das Bett erstmal weg. Brauche ich auch erstmal nicht. Und ich brauche eine neue Truhe. Also erstmal neue Truhen craften. Also noch nicht. Zack. Warte mal in Ruhe. Und wo dahin? Wohin damit? Hier oben könnte noch was. Wir können nämlich erstmal hier noch was hinpacken. Und erstmal hier die Birkenholzzäune. Wie viel brauche ich denn? 20x20. Gebiet. Oder so ein Gebiet erstmal hier ausfüllen. Wo ist denn die Sonne? Da ist die. Ach, ist ja noch nicht so spät. Sollte ich ja eigentlich schon anfangen, hier mit den Birkenholzzäunen dann hier eine Waldfarm hinzubauen. Oder hier die Holzfarm eigentlich haben. Und zwar hier, könnte ich den bauen. Also hier müssen wir einfach weg. Ich hab vergessen, eine Axt zu machen. Ah. Aber man kann ja auch ohne Axt hier den Holz abbauen. Schaufel kaputt, die nächste. Da ist die ganzen Hubschrauber rüber. Ja, und ein Hubschrauber. Und jetzt mal so eine relativ große Fläche ebnen. Die Fläche muss 60x40 Blöcke groß sein. Da würde ich diese 20x20 Formation mit allen 6 Baumarten machen kann. Dadurch kriege ich auch jede Menge Erde. Muss mir erstmal noch. Das war erstmal Vorbereitung nur. Die Birkenholzzäune, die packe ich auch erstmal weg. Rein und die vielen Sticks auch erstmal. So lasse ich das. Also ein Stack Sticks lasse ich mal mit. Ich crafte mir erstmal noch ein paar Brote. So. Wenn ich jetzt mal ein paar Brote nochmal wieder habe. 21 Brote. 21 Weizen. Dann sind wir schon die Kur wieder zu fahren. Wieder zu fahren. Ach,
Ja. Eins, zwei und die. Erstmal lasse ich hier zwei kleine Kühe erleben. Ach, das war knapp. Hier erstmal zwei Schafe paaren. Und die beiden nochmal paaren. Geht erstmal ein bisschen zur Seite. Hier. Ich glaube, demnächst würde ich dann sonst wieder ein paar töten, also Kühe töten. Die Schafe lasse ich einfach so. Wenn ich die dann immer neu scheren kann. Was kann ich denn vielleicht jetzt noch brennen? Also ich liege hier relativ nah am Spawn, weil ich hier da vorne auf der auf dem Hügel bin. Ich glaube, ich gespawnt zu Beginn des Let's Plays auf Teil 1. Und wieder einen schönen Sonnenuntergang. Damit wieder den Part beenden. Weil jetzt schon wieder zwei Tage rum sind. Oh, so viele Kühe jetzt gesteckt. Dafür werde ich nächsten Tag in die andere Richtung gehen, um da zu gucken, ob da vielleicht einer ist, also ein PC-Dorf, wo ich dann gucken kann. Und damit, also wo, ob ich Karotten finde. Und damit den Part beenden. Liken, das motiviert mich zu weiteren Videos. Genauso auch wie abonnieren über das Video. Teilen macht mich bekannter. Bis dann und ciao.